So, ein herzliches Hallo zu MotoGP 14. Endlich ist es da und wir starten natürlich auch gleich unsere Karriere. Kurze Aufnahmeprobe habe ich schon gemacht. Video, das passt. Menümusik ist eigentlich weg, trotzdem ist da im Hintergrund irgendwas. Ja, Motor, wenn man im da ein bisschen sicherheitshalber leiser machen. Genau, so passt das. Optimal. So, achso, Eingabe drücken. Na, da muss ich mich erst ein bisschen zurechtfinden. So, ich habe da schon mal grob was eingestellt, nur dass man nicht zu lange hier gleich meinen ersten Part herum, aber wir schauen da gleich rein, das kommt sowieso als erster. So, Fahrerlizenz, da kann man sich die Porträts aussuchen, nur 6 leider. Das schaut mir noch am ähnlichsten, sage ich mal, von allen. Bernie Baum, so wie immer, Abkürzung nehmen wir BAM, denn Bau ist für Bautista ja schon und BAM für Baum, das kommt ungefähr hin. So, 27 nehmen wir, obwohl ich selber, eigentlich können wir das annehmen, ich bin 36, ja genau. Aktuell, so, jetzt weiß das jeder. Rennnummer nehmen wir 20, das haben wir schon ausgesucht, das hat ja, ein bisschen persönliche Gründe, vielleicht kommen wir irgendwann drauf mal hin. Stil nehme ich da 6, gefällt mir da irgendwie am besten, da können wir sich aber auch irgendwie nochmal durcharbeiten. Ja, blau ist auch, ja, haben jetzt auch dafür entschieden, das lassen wir mal so fürs Erste. Außer wenn wir da eben ein blaues Motorrad einmal hätten, dass wir da im Team sind, dass wir da die Nummer vielleicht nicht genau sehen, da werden wir das wieder umändern. So, Helme habe ich noch gar nicht geschaut, da haben wir 17 Helme, aber da wieder die gleichen. Und ja, das ist wieder, das wäre ein neuer. Der ist, glaube ich, auch neuer, weil es nichts aufregend ist. Es schaut eher so aus wie private Helme. Nicht wie ein Rennfahrerhelm mit Sponsoren oben und so. So wie man jetzt da auf die normale Strecke gehen wird. Hier, der ist relativ neu, so ein bisschen Italien-Design. Das wäre dann für Ducati eventuell. Ja, hier ansonsten nicht wirklich was Aufregendes. Wow, die kennen wir eigentlich auch schon alle hier. Okay, lass mal das, hätte ich gesagt. Ich nehme mal den GB-Helm hier. Das ist noch relativ das Beste. So, hier, das finde ich nicht ganz so schlecht eigentlich. Man kann hier erstens das Fabrikat, sie die Alpine Stars aussuchen. Und gleichzeitig auch eine andere Farbe im Vergleich dann zu den Handschuhen. Das finde ich eigentlich relativ geil. Blau, gelb, so orange, rot. Ja, da kann man so durch quasi. Ich nehme und fange mal mit grün wieder mal an. So, können wir Handschuhe. Weil da kann man jetzt quasi auch durchmischen, aber orange und na, das passt nicht zusammen. Ja, nehmen wir mal fürs erste Mal rote. War das hier rot? Jetzt springt er wieder woanders hin. Da steht nichts. Okay, passt. Das lassen wir. Ah, Spitzhammer. Habe ich noch keinen. Was nehmen wir da? Was nehmen wir da für den Rücken? Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Ja, wieder. Joker, das hatte ich auch beim letzten oben stehen. Farbe. Grün einmal, das leuchtet auch schön raus. Schau mal, wo es am größten ist, die Schrift. Ja, das gefällt mir ganz gut. Genau, so lassen wir das. Ja, okay, rote Handschuhe, grüne Stiefel, na egal. Fahrstil, Ellbogen am Boden, genau. Und schon gehen wir einfach ins Fahren mal rein. Da können wir bei je nach jeder Fahrt das wieder umändern, das ist ja jetzt egal. Tutorial braucht man keine Karriere zurücksetzen. Nein, brauche ich nicht. Ich habe da gar keine angefangen. MotoGP Karriere, starten wir mal rein. Schauen wir uns mal das Video an. Ja gut, die Musik haben wir ja weg. Von dem her
So, stellen wir uns jetzt alle Fahrer vor, oder wie? Okay, springen wir weiter, denn sonst gibt es ja wieder Lizenzprobleme eventuell. Willkommen bei MotoGP 14 okay. Karrieremodus. Mit der Musik. Zu Beginn deiner WM-Karriere wirst du an zwei Rennen als Wildcard teilnehmen. Gute Platzierungen bescheren dir weitere Fans und garantieren bessere Angebote für die nächste Saison. Das hier ist dein Wohnwagenbüro. Hier hast du als Fahrer folgende Möglichkeiten. Über den Computer kannst du deine Prämien und Vertragsverhandlungen kontrollieren. Ja, das drücke ich weiter, weil da ist sicher eh nichts anderes. So, da hinten sind wir bei Gehen. Das ist jetzt vom Design her ein bisschen geiler, ein bisschen raus sieht auch. Sehr schön. Da schon einmal Ducati und Honda und so. Im Hintergrund. Rennen starten ist klar, das ist eh gleich. Da haben wir den Multimeter, den Fernseher. Das ist im Prinzip auch gleich. Nur vom Design her ein bisschen anders. Schlafzimmer. Ja, das kennen wir auch. Das ist Fahrerausrüstung. Genau. Fahrerinfo. Ah, okay. Ah, da kann ich wieder alles ändern. Alles klar. Alles klar. Und da kann ich was machen? Auch alles. Die anderen Sachen ändern. Okay. Passt. Obwohl hier grüne. Ist ja wurscht. Das ist nicht so wichtig. So, jetzt sind wir mal im Büro. Jetzt schauen wir da mal auf den Laptop. Kann es losgehen? Tja, Team. Matteo Ferrari, Andrea Locatelli. Ah, jetzt habe ich nicht geschaut. Irgendwo habe ich gesehen, ich bin ja kurz an Desk gefahren. Wegen der... Muss ja passen da mit der Grafik und alles. Und mit dem Sound, dass das von der Lautstärke auch alles hinkommt. Mit Mikro, dass mich hört und alles. Aber was ich gesehen habe, glaube ich, sind da wieder einige, das sind nur, glaube ich, 20 Motorräder hier und am Start und einige sogar Spitzenmotorräder hier. Irgendwas steht da von DLC. Jetzt weiß ich nicht, ob die das einfach... 15 Platz brauchen wir, okay. Nur weil sie Geld machen wollen, dass man das DLC zahlt einfach oder... Ob sie wieder nicht fertig geworden sind, obwohl, das kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, dass es jetzt beim zweiten Mal wieder nicht funktioniert hat mit dem Fertigwerden von den Motorrädern. Ich glaube GP2 und GP3 sogar nicht alle Motorräder am Start. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, nervt mich extrem. Ich verstehe auch nicht warum, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also von dem her... Gut, gehen wir da mal rein, 35% komplettes, nein, Quali so wie immer. Habe auch gesehen, das war, starten wir mal auf Mittel. Wir wissen ja nicht bei denen, wie sie das jetzt geändert haben. Vielleicht haben sie es ja jetzt extrem raufgedreht, weil sie vielleicht alle aufgedreht haben. Deswegen starten wir einfach mal das allererste hier auf Mittel. Und dann schauen wir, da können wir noch immer raufdrehen, das macht ja nichts. Das ist nur die erste Probefahrt. Strafenflaggen, ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Technische Probleme keine. Reifenabnutzung auf jeden Fall ein, so wie die ganze vorige Karriere, das ist eigentlich gleich geblieben. Fahrhilfen, Bremsen natürlich aus, Lenke auch aus, gehobene Bremse lassen wir ein, Ducken, Ideallinie tun wir keine. Und das andere passt alles, ist alles komplett gleich eingestellt und wir starten und fahren einmal nach Brno zu unserer ersten Ausfahrt. Schauen wir mal hier, die erste wird vielleicht jetzt ein bisschen länger sogar werden, die erste Karrierefolge. Aber dass da wieder nicht alle dabei sind, das stört mich schon einmal fürs erste Mal am meisten. Ich glaube, ich habe gelesen, dass man da, dass wieder keine Siegerehrung gibt und so. Ja, das wollen sie einfach nicht, auch nicht beim Formel 1. Warum auch immer, ich verstehe es nicht, aber ist halt so. Wenn du dich in der Box befindest, kannst du über den Bildschirm rechts deine Platzierung. Ja, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Ah, da sitzt der Teamkollege und da drüben auch. Wunderbar. So, ich habe nur gesehen, dass übers Vorderrad bin ich da irgendwie sehr gerutscht. Erzähl mir ein wenig darüber, wie die... Oder haben sie einfach nur Kurvenausgang bei Schwer, was ich einmal getestet habe, bin ich eine Runde gefahren. Haben sie die nur ein bisschen schneller gemacht, die KI? Aber ist egal. Um die Kurve zu... In der Kurve... Das Herauskommen aus der Kurve fühlt sich nicht gut an. Genau das ist es. Ich bin mit dem Tempo beim Kursen... Beim Rausfahren wirklich nicht zufrieden. Motorrad fühlt sich zu unpräzise. Mir gefällt das Stabilität des Motorrads überhaupt nicht.
Mit Tempo. Ich komme viel zu langsam aus den Kurven raus. Genau so ist es. Verringerung der hinteren Vorspannung, echere Federeinstellung, niedrigere Gangübersetzung. Das hat ja nichts mit dem Gang zu tun. Harte Reifen vorne, weiche Reifen hinten, was? Wenn ich vorne weniger Grip habe, was soll ich scheiße? Erhöhung der Traktionskontrolle empfehlen. Empfindlichkeit. Ey, Moment, ich habe meine Meinung geändert, genau. Danke. Fahren wir so. Harte Reifen vorne, wenn ich vorne ein Problem habe? Was soll denn das? Damals ja schon, 21 Motorräder. Naja. Gut. Schauen wir mal in die erste Runde. Oh, und fast den ersten Crash hier. Okay, ich will hier wieder, oder ich nehme jetzt wieder den vollen Bildschirm auf. Ich habe gedacht, ich habe es in den Griff bekommen, aber es ruckelt trotzdem wieder. Das nur so nebenbei, da werde ich dann einfach ab Part 2 wieder mit altem Programm aufnehmen und die Sache erledigt, weil das ist ja wirklich, verstehe ich auch nicht ganz, aber gut, das nur am Rande. So, Brno ist eh bekannt. Will konzentrieren da bei den ersten Runden. Antonelli. Alles rote Sektoren, aber wir wissen nicht, ob da schon mehr gefahren ist, aber eher nicht so viele. Boah. Ja, Topspeed ist glaube ich unser Motorrad jetzt nicht ist das höchste. So, schauen wir mal kurz rein in die Box. Vielleicht reicht das schon fürs erste Rennen. Session Info, genau. Also mal überall ein bisschen zurechtzufinden. Okay. F4. Ab mal bis hier Jack Miller gefahren ist. Aber wenn nicht alles täuscht, wie zum Beispiel Marquez. Das ist ja. Es ist so lächerlich. Es ist nicht einmal. Ah, da haben wir eh. NS, Alex Marquez, Alex Rins. Wahnsinn. Efren Vasquez, hier mit der 7. Ich glaube, der fährt Racing Team Germany. John McPhee, Philipp Oettl, Gabriel Ramos, Livio Loi und. Die fehlen alle. Das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein, bitte. So, okay, ich bin 3 Sekunden vorne. Bin ich gespannt, ob ich im Rennen auch bin. Wenn nicht, tun wir im nächsten. So, vorspulen können wir gleich. Im nächsten können wir dann gleich komplett auf schwer stellen, denn 2,8, das sollte man doch hinkriegen im nächsten Rennen. Gut, haben wir gleich einmal einen guten Einstand fürs
für die Vertragsverhandlungen dann vielleicht. So, weiter. Weiter. Neuer Helm, No Repeat. Sehr schön. Ah, ja, ja, ja. Und irgendein Ding für die für den einzelnen Grand Prix freigeschalten. Aber das ist ja hier eh komplett egal. Ja, nur für meine Probefahrten wäre es interessant. Aber da kann man jetzt zumindest mit den Benutzerdefinierten ist es komisch nicht freigeschalten. Aber wenn man einen Standardfahrer ausnimmt oder einen fixen Fahrer, ja, hey, hallo Eddie, dann kann man schon alle auswählen eigentlich. So, hat sich jetzt vielleicht das Ding ein bisschen erfangen, mein Programm, wo es nicht mehr so ruckelt? Keine Ahnung. So, wir gehen mal zur Strecke, hätte ich gesagt. Einstellen brauchen wir eh nichts mehr. Nein, genau. Schauen wir uns mal das erste Rennen an. Wieder das gleiche Problem, dass ich im Prinzip... Villa Fenati, jawohl. Dass die Frames da von der Anzeige her passen, da habe ich 40 oder was, aber irgendwie ruckelt es trotzdem, kapiere ich nicht ganz. Mal mit V-Sync ein bisschen schauen, ob da was ist vielleicht. So, jetzt geht's aber eigentlich wieder ein bisschen besser. So, man sieht, Topspeed habe ich nicht so den Mörder. So, 7 Runden fahren, ja, und ich habe auf der Vorderachse einfach keinen Grip. Ich habe auch schon das gute Motorrad probiert, die Red Bull, also die KTM, nicht die Red Bull. Trotzdem nicht. So, Oliveira, warum sind bitte nicht alle Motorräder dabei? Ich verstehe es nicht. Das ist ja wirklich... Das muss mir erst einmal einer erklären. Warum ist das jetzt ein DLC? Beim ersten habe ich es noch verstanden. Sind vielleicht nicht ganz fertig geworden. Okay. Aber hier? Bei der zweiten Auflage? Ja, dann kann es nur am Geld liegen, dass sie dafür das DLC was verlangen würden. Ich glaube, das werde ich, glaube ich, dieses Mal dann boykottieren. Das ist ja wirklich ein lächerlich. Ich kaufe ein Spiel und dann fehlt die Hälfte. Wenn auf der Witz im MotoGP oben einige fehlen würden. Aber ich glaube, da haben sie es... Das trauen sie sich doch nicht. Aber das ist wirklich... Naja. Ja, aber so schlecht sind die Kollegen hier gar nicht. Wir sind jetzt auf Schwierigkeit normal unterwegs. Okay, es fängt schon ein bisschen zum Ruckeln an. Gut, dann wird dieser Part auf jeden Fall einmal nach diesen Rennen gleich einmal zu Ende sein. Weil dann starte ich beim zweiten Part und den nächsten Rennen gleich mein anderes mein Aufnahmeprogramm wieder. Ihr da die Top-Qualität habt, dann ist zwar nur 720p, noch immer HD, aber nicht die volle, der volle Bildschirm, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Jetzt hat es mich endgültig überzeugt. Ich habe mir gedacht, ich habe es gefunden, aber doch nicht. So, wir sind mal Fünfter mit dem Motorrad. Im Prinzip brauchen wir nur 15er werden, laut. Oh, und da fahren sie schon mit uns hier hinten drauf. Gut, das Problem besteht leider noch immer. Jetzt warten wir nur mal, bis uns dann der erste Mal wieder abschießt, aber das hier in der Motor Sui, glaube ich, nicht ganz so gefährlich. Aber auf der Geraden vorbei, okay, hier, gut, das ist nicht schwer, das ist eine Linie auf der Seite. Aber hier das Problem beim Rausfahren ist, besteht einmal nicht. Also vom Speed generell her... Ich komme da vorne nicht einmal mit. Haben sie nicht da die Ecken drin, wo sie beim Rausfahren jetzt hier mal, was ich mich erinnern kann, da irgendwie vom Gas gehen oder so. Scheint jetzt da mal im ersten Moment nicht der Fall zu sein. Aber da fehlt ein Drittel und Fahrerfeld fehlt. Also das ist ja das größte Manko. Ich verstehe das nicht. Werde ich gleich nach dem Part einmal nachschauen, ob es jetzt schon ein DLC vielleicht gibt oder dass sie das jetzt irgendwie so schon nachreichen. Aber das jetzt nein. Wenn, dann jetzt sicher noch nicht. Das wäre dann doch zu früh.
Isaac Vinales. Auf der 4 kämpft er mit Jakub Kornfeil, dass wir hier mal zum Wesentlichen auch kommen. Liegt das am Sound oder so? Sonst hätte ich da irgendwie so leichte Aussetzer am Motor auch. Und da hört sich nicht ganz rund an irgendwie. Man kann nicht so früh aufs Gas geben. Das, ich rutsche da, ich habe da vorne keinen Grip. Das ist auch ein bisschen anders von der Steuerung her. So ist jetzt, ja, die Steuerung, ja, das geht eigentlich. Ich muss auf jeden Fall noch ruckelfrei probieren, das auf jeden Fall. So, Runde 3 und 7, komme ich da noch ran hier an Kornfeil? Schaffen wir da vielleicht sogar ein Podium unter Umständen, da wissen wir das auch definitiv, ob es da jetzt was sich geändert hat oder nicht. Fahren jetzt die komplette Runde dann nebeneinander oder wie schaut denn das aus? Okay. So, wir kommen da mal ran in den Windschatten. Oh, Vinales, da schert er aus. Er schaut einmal optisch gar nicht so schlecht aus. Da setzt er sich da auf die Seite. Ich bin da in der Nähe, aber komme noch nicht vorbei. Ja, beim Anbremsen haben sie da auf normal noch, sind sie noch ein bisschen vorsichtiger anscheinend. Aber Ausbeschleunigen und Topspeed, da kennen sie nichts. Da sind sie trotzdem sehr stark. So, da bin ich mal dran jetzt. Ja, dich von Ausgang, ja. Rutscht man da leider zu viel. Haben wir das Temperaturen auch drin? Das Grüne, was ist das Grüne? Das Mittlere ist die Abnutzung vom Reifen selber, das ist gleich. Und das Grüne mit den zwei weißen Streifen außerhalb vom Grünen. Ist das die Temperatur vielleicht vom Reifen? Hm, man weiß es nicht. Bin dann gespannt, ob es dann im Rennen oder im Regen und abtrocknen und so, ob man da die Reifen aussuchen kann. Intermediate Regen oder so. Das sind auch noch alles so Sachen, aber da werden wir alles noch, auf alles noch drauf kommen. Und raus. Und für Nati mit dem Rekord. Ja, die zwei geben sich da vorne. Ja, dadurch auch weniger Fahrer sind, ist natürlich jetzt auch nicht so viel los auf der Strecke. Das noch nebenbei auch. Aber Kornfeld und Vinales sind einmal definitiv gleich schnell unterwegs. So viel kann man mal sagen.
würde meinen Motor nicht so rumdrehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an der Aufnahme liegt hier, oder... Was würde sich ganz auf ganze Dinge verschlucken oder so. Aber es schaut einmal rein krimäßig und von der Stärke her auf jeden Fall ein bisschen interessanter aus. Sollte man zu schnell sein, könnte man da eins raufgehen. Hoffentlich sind es dann wieder nicht zu stark, das ist das andere. Aber schauen wir mal. Da schert er schon wieder aus da vorne. Schauen, dass wir da ein bisschen Schwung mitnehmen können auf die Gerade rauf. Ja, es ist nicht ganz ausgegangen. So, zwei Runden dann noch. Ja, hier den Berg rauf braucht man nicht die PS. Ja, ich werde das einmal hochladen und einmal schauen, ob das überhaupt anschaubar ist, wenn nicht. Wird mein richtiges Let's Play einen Tag später kommen, wenn das nicht geht. Andererseits will ich die natürlich jetzt so schnell wie möglich rauf bringen, dass ihr das auf jeden Fall mal die erste Folge sehen könnt. Deswegen könnte es so sein, dass sie da oben ist. Aber wie gesagt, ab Part 2 rennt es auf jeden Fall wieder flüssig, vielleicht nicht die volle HD, aber 27 auf jeden Fall. Die gewohnte Einstellung von mir. Ja, da kommen wir jetzt nicht wirklich ran. Wenn jetzt ein bisschen mehr Motorräder noch wären, hätte man da vielleicht doch jetzt da auch noch irgendwie noch extra einen Zweikampf oder wie auch immer. Ja, nach hinten haben wir da relativ viel Luft eigentlich. Ja, Kornfeil, wenn ihr alles, die geben sich hier ohne Ende. Ja, Motor 3 ist jetzt zwar ein bisschen zäh wieder. Und im Speziellen, dass halt nicht alle Fahrer dabei sind, noch umso mehr. Naja. Bin gespannt, was ihr davon haltet, dass da nicht alle Fahrer hier von Anfang an dabei sind. Oder weiß vielleicht jemand zufällig sogar schon mehr? Ich wäre dafür jede Info dankbar. Ah, ich habe da keine Chance. Ich bin zwar irgendwie relativ gleich schnell, aber ran komme ich hier über, komme ich eigentlich nicht. Das ist... Habe eigentlich keine Chance. Hier die erste Kurve, da komme ich ein bisschen ran hier. Die, oder die zweite links da. Dann habe ich eigentlich nicht wirklich eine Chance, dass ich rankomme. Beziehungsweise überholen kann. Also wieder sehen wir die da vorne. Ja, letzte Runde, P7,
P5. Na, eine Idee habe ich noch jetzt mit der Aufnahme, aber das werde ich kurz noch probieren. Ist mir gerade was eingefallen. So, letzten Kurven. Da bin ich wieder ein bisschen dran. Ja, man sieht es, man kann nicht drauf bleiben. Ich fahre wieder raus. Und jetzt bin ich da weg und deswegen komme ich nicht vorbei an Vinales oder Kornfeil. Vorne Fenate und Jack Miller. Aber durch... Ja, Rins ist ja glaube ich auch nicht dabei. Rins und Marquez, die müssen auch noch ganz vorne dabei sein. Aber gut. Na, da sind wir gleich einmal beim ersten Part wieder, weil wir sehr enttäuscht. Die Felge dreht sich auch nicht. Oh, nice. Das ist ja wirklich unglaublich. Oder Rins müsste doch irgendwo dabei sein da auch. Alex Rins, Marquez, genau. Die zwei Top-Fahrer eigentlich auch. Nicht dabei. Es ist ja wirklich, es ist wirklich nur lächerlich. Ja, super. Dresini haben wir freigeschalten. So. Jede Wiederholung ist wieder relativ flüssig gelaufen. Ja, da habe ich euch jetzt genug gewählt. Jetzt können wir uns sogar ein Team hier aussuchen. Entweder wir bleiben hier bei dem Team für die ersten zwei und dann werden wir wahrscheinlich, weil er gesagt hat, zwei Probe. Dem wir gleich stark sind, werden wir einfach mal das andere Motorrad auch mal testen, dass wir da ein bisschen die Unterschiede sehen. Chip oder CIB, Mahindra. Das ist eigentlich auch eine Mahindra, San Carlo Team. Von der Stärke her schaut es relativ gleich aus. Matteo Ferrari, ja, den haben wir geschlagen. So, kann ich da jetzt rausgehen? Nein, da muss ich eigentlich jetzt was aussuchen. Okay, suchen wir das gleich einmal aus. Bist du sicher, dass du dich mit diesem Team anmelden möchtest, wenn du da unterschreiben würdest? Könntest du in der nächsten... in der nächsten Grand Prix im Team bleiben. Im Team teilnehmen. Wenn du das unterschreiben würdest, könntest du in der nächsten Grand Prix im Team teilnehmen. Das ist auch nicht ganz deutsch, aber okay. Ja, scheiß drauf, nehmen wir das. Ist eh nicht so wichtig. So, das war's jetzt. Was gibt er uns vor? Auch Platz 15. Ginio Ferrari. Was? Wieso bin ich jetzt in... What? Bin ich jetzt blöd oder habe ich jetzt das falsche Team ausgewählt? Egal. Das ist ja... Aha! Bremse, Motor, Chassis, Disqualifikationen. 00... Aha, das ist mal neu. Aber eigentlich, das müssen wir nochmal anschauen. Eigentlich habe ich das andere Team ausgewählt. Bin ich jetzt blind? Gut. Na, lustiger Part 1. Ich bedanke mich mal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich werde jetzt noch A, den Test machen und B, bei Part 2 das andere Programm wahrscheinlich nehmen, dass das wieder flüssig rennt. Also sorry mal für dafür, dass da die Qualität jetzt leider nicht so gut war. Aber ändert sich definitiv bei Part 2. Danke fürs Zuschauen und ja, bis bald. Demnächst geht's weiter.